Hallo, heute auf der Internet World habe ich auch Michael Radomski vor der Kamera. Michael Radomski ist von Compass Heading, unserem Partner auch auf dem Messestand auf der Internet World. Und Michael beschäftigt sich mit Social Media Monitoring und auch Social Media Marketing. Was konkret macht ihr beim Thema Social Media Monitoring? Ja, wir durchsuchen das gesamte Internet nach Quellen, die sich mit einem Unternehmen, einem Produkt oder einem Thema auseinandersetzen, schreiben das technisch in eine Datenbank und sind dann in der Lage, diese Einträge, diese Fundstücke entsprechend zu verarbeiten, quantitativ und qualitativ zu bewerten. Können auch speziell Arbeitgeber dort nach Informationen suchen lassen, die über sie im Netz veröffentlicht werden? Selbstverständlich. Also wir können sowohl Unternehmen, Produkte, Themen, bei den Themen natürlich dann auch spezielle Themen, wie beispielsweise arbeitnehmerrelevante Dinge, wo es um offene Stellen oder um das Thema Einstellung, Mitarbeiterzufriedenheit geht, entsprechend suchen, finden, dann auch messen, auch in einer Zeitreihe uns anschauen, wie entwickelt sich die Stimmung. Wir messen Tonalität, das heißt, wird eher positiv oder negativ über das Thema gesprochen. Und das können wir dann auch grafisch, aber auch natürlich direkt in einer Fundquelle den Kunden aufbereiten und darstellen. Ihr beschäftigt euch ja mit dem Social Media Marketing, hier auch speziell bei Facebook. Wie sieht das aktuell aus? Was für Kampagnen werden derzeit vorrangig bei Facebook veröffentlicht? Also wir glauben, und das ist auf der Internet World auch schon ein paar Mal gesagt worden, dass Facebook das neue Google sein kann und auch sein wird. Wir haben heute fast 500 Millionen Nutzer weltweit, in Deutschland weit über 10 Millionen. Unsere Analyse ist, dass wir in schon absehbarer Zeit 20 Millionen deutsche Nutzer bei Facebook haben werden. Und aus dem Grund glauben wir, dass es fürs Marketing eine der wichtigsten Plattformen ist. Von der Ausprägung ist es so, dass Präsenzen sehr wichtig sind, ähnlich wie vor 10, 20 Jahren eine Webpage wichtig war für ein Unternehmen, heute dann auch eine Unternehmensseite auf Facebook wichtig ist. Wichtig dazu ist dann aber auch das Thema Kommunikation, das Thema Media, also zu bewerben, dass ich überhaupt da bin, ich brauche Reichweite und auch das Thema Applikationsgestaltung. Das heißt, Dinge anzubieten dem Nutzer, die er vielleicht auch viral weiterträgt, weil sie ihn interessieren und ihm einen Nutzen bringen. Wie schätzt du das, kurze Antwort noch dazu, wie schätzt du das für das Personalmarketing ein? Ist das, wie ist da derzeit der Stand der Dinge? Ich glaube, das ist noch relativ am Anfang, weil natürlich der Treiber das klassische Produktmarketing ist. Alle Dinge, die wir tun oder die man tun kann, sind aber auch fürs Personalmarketing nutzbar und von daher sicherlich sinnvoll, es zu tun. Okay, ich danke dir. Danke.